Hallo und willkommen zum zweiten Teil meiner Farbenlehrvideos. Beim letzten Teil gestern haben wir ja über den Farbkreis gesprochen und über die warmen und kalten Farben. Die haben wir kurz angerissen. Und zwar haben wir ja gesagt, dass diese Seite so mehr oder weniger warme Farben sind und diese Seite sind mehr so die kalten Farben. So, das ist auch nach dem einfachen Farbkreis ist das so. Jetzt gibt es aber eine Besonderheit, die du vielleicht noch gar nicht weißt, nämlich es gibt nämlich für jeden Farbton, ja, gibt es eine kalte und warme Version. Und da gehen wir heute drauf ein. Wir reden also über kalte und warme Farben. Und dann werde ich dir zeigen, was das Ganze ausmacht, wenn man solche Farben miteinander mischt, nämlich die kalten und warmen Töne. Also, wir fangen einmal an mit warmen Tönen. Und zwar ist es hier in dieser Farbpalette, die ich jetzt hier habe, ganz toll gemacht, weil ich habe hier von allem jeweils zwei Töne. Und das eine handelt sich hier immer um einen warmen Ton. Das werde ich dir jetzt einmal hier zeigen. Das ist das warme Gelb sozusagen, ja. Und im Gegensatz dazu haben wir das kalte Gelb. So. Ich werde das jetzt einmal hier auch beschriften. Das sind die warmen Farben. Und das sind die kalten Farben. Und zwar handelt es sich hier auch um die Primärfarben, über die wir jetzt sprechen. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann switch einmal rüber zu dem Video von gestern. Ich verlinke es dir oben in der Infobox und dann kannst du da einmal nochmal reinschauen. Also, ein warmes Gelb und ein kaltes Gelb. Dann gibt es natürlich ein warmes Rot. Das wäre dieses hier zum Beispiel. Gibt natürlich verschiedene. Und man muss da auch ein bisschen, also das sind jetzt ganz offensichtliche warme und kalte Farben. Bei so manchen Mischtönen muss man echt ein gutes Auge haben. Ist aber auch nicht schlimm, wenn du da mal daneben liegst. So, und das ist jetzt ein kaltes Rot. Und dann haben wir ein warmes Blau. Das deckt nicht ganz so toll. Das ist ein transparenter Ton, aber du siehst gleich hier einmal so den kalten und warmen Ton. So, und jetzt ist es so, ich will dir einmal zeigen, dass du mit kalten und warmen Tönen auch verschiedene Farben mischen kannst. Es ist nämlich nicht so, dass Gelb und Rot immer ein bestimmtes Orange ergibt. Es kann auch ein anderes Orange sein. Und du kannst mit diesen, ich sag mal, jeweils drei warmen und drei kalten Tönen, die eigentlich den gleichen Farbton haben, verschiedenste Sachen machen. So, und es ist so, dass bei den warmen Tönen, zum Beispiel bei dem warmen Gelb, ist ein Tucken Rot mit dabei. Und bei dem kalten Gelb ist eigentlich ein Tucken mehr Blau mit dabei. Ja, also die sind auch in sich. Es gibt diese Klarfarben und es gibt dann auch welche, die sind ein Tucken ja angewärmt sozusagen. Ja, in diesem Blau zum Beispiel, das ist kein rein Blau in dem Sinne, das ist ein warmer Blauton und da ist ein Tucken Rot mit drinne. Und jetzt wirst du gleich sehen, was das nämlich macht, weil im Zuge der kalten und warmen Farben möchte ich mit dir über neutrale Farben reden. Und zwar, wenn du ein Bild malst, kannst du natürlich, sage ich jetzt mal, so knallige Farben nehmen. Die sehen dann immer sehr, naja, unnatürlich aus. Wenn du ein bisschen mehr ins Natürliche gehen willst, brauchst du Neutraltöne. Und die machst du im Prinzip immer mit den drei Hauptfarben. Also ist immer anteilig ein bisschen mit drin. So, ich zeige dir jetzt einmal ein Beispiel. Und zwar werden wir das an einem Beispiel machen von Rot und Gelb. Ich werde jetzt als allererstes ein kaltes Rot anmischen. So. Das ist einmal das kalte Rot. Und dazu werde ich jetzt das warme Gelb nehmen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich dir das so aufmale, dass das gut zu sehen ist. Also. Was hatte ich jetzt gemacht? Genau, das kalte Rot. Also wir nehmen jetzt einmal hier einen kalten Ton. Und dann nehmen wir diesen warmen Ton. Und erhalten diese Mischung hier.
So, das ist jetzt quasi die Mischung aus dem Kalten. Ich schreibe das mal hier daneben. Kalt und warm. Jetzt machen wir das gleiche einmal andersrum. Und wir mischen einmal den kalten Gelbton. Mit dem warmen Rotton. So, ich muss jetzt ein paar Mal öfter hier in das Glas zum Saubermachen sozusagen. So, das ist jetzt das kalte Gelb. Und dann nehmen wir hier das warme Rot. Und dann erhalten wir hier ein recht sattes Orange. Das ist jetzt ein bisschen transparent, weil ich da einfach zu viel Wasser mitgenommen habe. So, aber du siehst schon, es ist ein anderer Orangeton. Also diese Töne unterscheiden sich. So. Und am deutlichsten wird es eigentlich, wenn wir es einmal ausprobieren mit Blau und mit Rot. Also, ich drehe mal gerade einmal meine Palette um. Und jetzt nehmen wir einmal den warmen Blauton. Ich mache das direkt am besten hier. Wir nehmen den warmen Blauton, den nehme ich jetzt einmal hier unten, damit das gleich bleibt mit dem Warm. Und mische mir den hier schon mal an der Seite an. So. Und dazu nehmen wir dann das kalte Rot. Und dann erhalten wir dieses Violette. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal andersrum. Ich nehme mir den warmen Rotton und mische jetzt das kalte Blau dazu. Das ist jetzt der warme Rotton. Und jetzt kommt das kalte Blau dazu. Und ich meine, das ist schon klar, das siehst du ja an den Farben selbst, dass das ein ganz anderer Ton sein wird. Und das ist jetzt das, was dabei rauskommt. Das ist ein bisschen heftig. Da habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel von dem Blau gehabt. Muss man gerade einmal noch so einen Tucken Rot mit da reinmachen. Aber das ändert jetzt nicht viel an dieser Farbe, an dieser Farbgebung. Du siehst, es ist sowas wie ein, ja, dreckiges Lila-Violett. Ja. Ich mache das mal ein bisschen dünner, dass du es besser sehen kannst, diese Farbe so. Und jetzt ist es so, dass das hier zu den neutralen Farben letztendlich gehört. Und das liegt jetzt daran, dass wir hier ein bisschen mehr Rotton dabei hatten. Das wird also ein warmes Rot, macht das Ganze ein bisschen wärmer und ein bisschen gedeckter. Und letztendlich ist in einem warmen Rot auch immer ein Tückchen Gelb mit dabei. Das heißt, hier mischen sich drei Farben, nämlich das Gelb, Blau und Rot. Und das geht dann in den Braunbereich sozusagen. Und mit so einem braunen Ton letztendlich, der so neutral ist, deckelst du die, machst du die Farben ein bisschen gedeckter. Die sind dann nicht so knallig. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Rot und dieses Blau nehmen, was wir jetzt hier hatten, zu diesem Violett, das ist ja recht knallig, und da machen wir jetzt einfach nur so ein ganz kleines Tückchen noch mehr Gelb mit rein. Ja, ich nehme hier ein bisschen mit Gelb und rühre es dann genau hier rein. Und du siehst, wie die Farbe sich verändert. Ja, es war vielleicht noch ein bisschen zu wenig. Aber du wirst es gleich sehen. Siehst du, die Farbe wird immer ein bisschen weniger grell und geht ein bisschen mehr in so einen bräunlichen Ton, in so einen neutralen Ton. Und jetzt siehst du, jetzt kommen wir diesem Braun schon gleich näher. Und je nachdem, wie viel ich da noch mit rein tue in dieses Lila-Violett, wird es eben immer brauner und brauner.
alle drei Farben zu gleichen Teilen ergibt dann eben so ein Braun. So. Und so kann ich dann auch Abstufung machen. Du siehst also, warm und kalt ist nicht nur auf dieser Seite dieses Farbkreises, sondern die gibt es auch in jeder Farbe nochmal einzeln für sich. Ich hoffe, dass das Video verständlich war und morgen reden wir dann über so etwas wie Sättigung und ja, und Helligkeit und Dunkelheit und so weiter. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß schon mal mit diesem Video und hoffe, wir sehen uns dann morgen auch wieder. Bis dahin, ciao!